Heyo! Willkommen in Grilljunkies Hardware-Ecke. Seit über 2 Monaten fieber ich diesen Augenblick entgegen und jetzt ist es soweit. Das Crosshair 8 Dark Hero. Oh, geil. Richtig geil. Und das werden wir jetzt auspacken, Unboxing machen. Und wenn wir da durch sind, zeige ich euch ganz am Schluss noch vom Video, was noch mit Neues in meinen Rechner reinkommt. Noch bin ich nicht ganz fertig. Legen wir los! So geil, endlich. Das Video ist nicht gesponsert, nichts, es ist komplett selber finanziert. Das mal vorweg. Aber jetzt so. Fangen wir an mit dem Auspacken. Wie man es gewohnt ist von AOG Rock. Schöne Verpackung. Da haben wir es schon. Das gute, geile Stück. Oh, hey Leute, ich bin so aufgeregt. Ah, ja. So, den legen wir noch kurz auf die Seite. Irgendwo eine Anleitung, wie man das Ding auspackt. Richtig, richtig geil. Was hat mich bewogen, vom B550 Mainboard auf das X570 umzusteigen? Ganz einfach, das ist mittlerweile meines Erachtens nach noch mit das allerbeste, was man ja, sich antun kann. Und ja, hauptsächlich bewogen hat mich eine Option von den Mainboard, der eingebaute, ich sag mal eingebaute Dynamic OC Switcher. Das heißt, man kann den Prozessor, den Ryzen-Prozessor übertakten und er behält seinen Boost-Modus bei. Und genau das war das, was ich wollte. Dann, ganz wichtig, ihr erinnert euch an mein altes Mainboard und den Tower. Ich habe ja vorne den USB-C-Anschluss, also USB 3.1. Und seht ihr den Stecker hier? Ich denke mal, den kann ich anschließen. Dann hatte ich ja Probleme mit meinen 2 Ebenen, mit der RGB-Beleuchtung. Hier haben wir 2 RGB-Anschlüsse, also insgesamt 4, die 3-poligen und die 4-poligen. Und ich bin ja mal gespannt, ob man mit diesem Mainboard ja so verschiedene Effekte einstellen können, dann mit dem Originalprogramm von Asus. Ja, also da haben wir das geile Stück. Was haben wir noch im Karton? Tja, die brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Einen schönen Pappkarton-Untersetzer, der, wenn einmal was drüber läuft, wahrscheinlich kaputt ist. Kurzanleitung. Die berühmten Aufkleber, jede Menge.
wo ich bis jetzt noch nicht verwendet habe. Dann ein Handbuch, mit Sicherheit wieder alles in Englisch. Da gibt es nicht einmal eine deutsche Anleitung dazu, leider. Aber ich denke, ich werde zurechtkommen. Und hier unten drunter kommen dann noch diverse Kabel raus. Die Antennen oder Antenne fürs WLAN, was ich ja eigentlich nicht benötige. Hier noch ein Adapter für die ganzen Anschlüsse, auch nicht schlecht. Macht das Ganze einfacher und nochmal ein RGB-Kabel. Ja, gut. Schauen wir uns das Mainboard nochmal ganz genau an. Wärmeleitpaste verwende ich dieses Mal die Thermalright TFX, heißt die, glaube ich. Hat einen recht guten Wärmewert, Abführwert. Probieren wir aus. Und dann, Leute, kommt die Samsung 89 Pro PCI Express 4.0 mit rein. Ja, meine andere kommt dann auf den zweiten Port. Das wird die Hauptfestplatte. Und dann, wenn alles funktioniert, kommt das zweite Ballistik-Kit rein mit 32 GB DDR4 4400. Seltsamerweise ist auf meinem alten Mainboard nur ein Kit richtig gelaufen, sobald ich in die anderen Steckplätze eins neu gesteckt habe. Sind die Speicher bloß noch, ich glaube, mit 2333 MHz gelaufen. Ich habe die Speicher untereinander getauscht, alles. Keine Ahnung. Kuschel konnte mir dabei auch nicht weiterhelfen. Naja, und der Service von Asus. Ne, da sage ich jetzt besser nichts dazu. Aber das ist für mich jetzt das Nonplusultra. Ich finde es einfach so geil. Ja, Freunde, im nächsten Video dann werden wir das Mainboard einbauen und hoffen, dass alles reibungslos klappt. Wenn alles so klappt, wie ich vorhab, brauchen wir ja nur das Mainboard austauschen, ein bisschen die Kabel umlegen, weil die sind nicht an derselben Stelle wie beim alten. Aber das kriegen wir hin. Ja. Und wenn das nächste Video dann rauskommt, hat alles geklappt. Weil das Video bearbeite ich jetzt noch mit meinem B550 und das nächste dann mit diesem Mainboard. Da machen wir dann auch einen kleinen Leistungsvergleichstest mit dem R20. Alles auf Stock, also Serienleistung, was die Komponenten bringen. Gut, eine schnellere Festplatte ist dann schon drin, aber ich denke, das sollte sich darauf dann nicht unbedingt auswirken. Das war's mit diesem Video. Leute, wir sehen uns, sobald das nächste fertig ist.